Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meine Momente mit. Diesmal ist Kyle Rayner aka der Green Lantern der 90er an der Reihe und der gute Nico und ich werden euch mal wieder zusammenfassen, was unsere persönlichen Momente mit der Figur Kyle Rayner waren, weswegen er bei uns beiden der Lieblings-Lantern ist und wahrscheinlich auch für die nächsten paar Jahrzehnte bleiben wird. Mein erster Kontakt mit Kyle Rayner als Green Lantern war tatsächlich in der Justice League von Grant Morrison, was auch tatsächlich mein erster wirklicher Kontakt mit der ganzen Justice League war und der Figur Green Lantern im Allgemeinen. Er war mir direkt sympathisch, weil er locker flockige Sprüche drauf hatte. Ich fand auch das Kostüm, was er trägt, sehr schnittig oder sehr am Zeitgeist, was ich ja damals als extrem modern empfunden habe. Dazu noch die Frisur, die er hatte und die etwas andere Maske als dieser andere komische Lantern, wie ich es damals empfunden habe, Hal Jordan, mit dem ich damals irgendwie nicht warm geworden bin. Aber Kyle Rayner fand ich auch so interessant, dass ich dann auch tierisch Bock auf eine Solo-Serie von ihm hatte, die ich dann auch Gott sei Dank ihren Weg nach Deutschland irgendwann gefunden hatte. Und dann kam im November 99 diese beiden Hefte raus. Einmal Green Lantern 1 und dann noch das Green Lantern 0. Das Green Lantern 1 war tatsächlich mein erstes Green Lantern Solo-Heft und das ist dann direkt darauf gefolgt und ich fand es cool, Green Lantern diese Rolle zu sehen. Dieser Hal Jordan war dann auch wieder am Start, sagt mir zumindest das Cover, ich kann mich an das Heft nicht mehr so gut erinnern, doch, der ist da am Start und die beiden fand ich ganz cool, aber ihn fand ich dann um einiges cooler und das war auch so der Green Lantern, den ich wirklich lesen wollte. Als dann die Serie in Deutschland einen gewissen Erfolg hatte, hatte der Dino Verlag sich dann dazu entschieden, die wunderschönen Green Lantern Schuber rauszubringen, wo ich dann damals den ersten zu Weihnachten bekommen habe. Habe es dann damals noch zum 1000-mal-10 wieder verkauft, aber bin auch froh, dass ich es jetzt wiederbekommen habe und wieder lesen konnte und die Story da drin erzählt wird, finde ich heute noch genauso toll wie damals. Man lernt halt mit, zusammen mit Kyle Rayner das komplette DC-Universum kennen. Man sieht, wie er das erste Mal auf Alan Scott trifft, auf Superman, auf Batman, auf Wonder Woman, auf Shazam, auf Guy Gardner, auf und. Also echt jede Menge Charaktere und er sieht sie teilweise zum ersten Mal privat oder als erste Mal bewusst, ohne dass sie einfach nur an ihnen vorbeifliegen. Man lernt halt echt das ganze DC-Universum zusammen mit ihm kennen. Dazu hat er noch eine recht dramatische Origin bekommen. Ich sag nur mal die tote Freundin, die er in seinem Kühlschrank findet, was ich damals als Kind als extrem brutal empfunden habe. Heutzutage muss ich sagen, schockt eine Szene nicht ganz so krass. Ich fand es sogar so ein bisschen reingedrückt, irgendwie mit einer krasse Origin bekommt, als ich das zum wiederholten Male gelesen habe, aber damals fand ich das ziemlich krass und fand es interessant, zusammen mit ihm die ganze Lantern-Welt kennenzulernen, die Grenzen des Rings kennenzulernen, die Schwächen kennenzulernen, mit ihm zusammen zu erfahren, dass es mal ein ganzes Korps gab und. Das hat mich einfach damals so begeistert und das hält sogar bis heute an. Wie die meisten von euch wissen, ich bin ja gerade mittlerweile wieder beim dritten Schuber angelangt, werde mir danach auch nochmal diese Serie komplett reinziehen und Kyle Rayner ist und bleibt meine Lieblings-Lantern. Als ich dann nach meiner langen Comics-Abstinenz, das waren so circa 10 Jahre, wieder das Comic-Lesen angefangen habe, musste ich feststellen, dass mittlerweile Hal Jordan wieder der Obershit ist und dass Kyle Rayner vielleicht in der Nische irgendwo seinen Platz hat, aber irgendwie nicht mehr die Titelblätter bzw. die Cover ziert und dass der irgendwo in der Versenkung geraten ist. Ich fand es sehr schade, ich wusste zwar, dass es diesen Megaband Ion gab, aber für mich gab es bei meinem Wiedereinstieg in die Comic-Szene keine wirkliche Motivation, wieder bei Kyle Rayner einzusteigen oder bzw. wieder bei den Lanterns einzusteigen, weil meine Lieblings-Lantern ist eh nicht mehr die Haupt-Lantern und Hal Jordan, den mochte ich noch nie so sehr, oder beziehungsweise mochte ich ihn damals nicht so sehr. Durch den Jones One mag ich mittlerweile auch, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall gab es da für mich keinen wirklichen Grund einzusteigen. Als dann die New 52 gestartet sind und Green Lantern mal wieder eine Heftserie in Deutschland bekommen hatte, hatte ich dann doch wieder das Interesse bei mir geweckt, bin dann auch da eingestiegen. Fand es ganz cool, die Konstellation mit Sinestro und Hal Jordan. Das hat dann auch bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich Hal Jordan ein ganzes Stück schon sympathischer finde, aber trotz dessen hat mir noch Hal Rayner gefehlt. Allerdings gab es noch eine andere Serie bei den New 52 und das ist dann die hier, New Guardians, die Panini in Green Lantern Sonderband 31 bis 38 veröffentlicht hat. Und zwar ist hier die Hauptlantern tatsächlich wieder Kyle Rayner, der in den ersten Bänden noch eine Gruppierung anführt, die halt die New Guardians, die bestehen dann aus jeder Lantern-Farbe, ist ein Mitglied halt dabei und zusammen sind es halt die New Guardians. Das geht dann irgendwann weiter, dass die Mitglieder aus gegebenen Umständen die Gruppe wieder verlassen und Kyle Rayner zu White Lantern wird, wo er dann lernen muss, aber mit jeder einzelnen Ringfarbe umzugehen und dann von den ehemaligen Mitgliedern zum Teil wieder ausgebildet wird. Super toll. Man hat wieder so ein bisschen, wie es sich in den 90ern angefühlt hat, weil Kyle Rayner wieder mit neuen Fähigkeiten umgehen muss und. Und ich finde er tatsächlich, dass er die perfekte Besetzung für die einzige White Lantern ist, die es gibt. Und finde es cool, dass er wieder ein bisschen mehr Platz gefunden hat. Mit den DC Rebirths leider ist es wieder soweit, dass er wieder keine Solo-Serie hat. Ich habe jetzt auch noch in keiner Serie gesehen. Ich bin gerade unsicher, ob er bei Kyle Rayner, bei Hal Jordan das Green Lantern Corps auftaucht. Auf jeden Fall gibt es halt leider wieder keine Solo-Serie. Aber wenn man Bock hat, sich was von Kyle Rayner reinzuziehen, also das geht das an euch
euch, wenn ihr Bock habt, euch was von Carolina reinzuziehen, holt euch im besten Fall die ersten drei Schuber, also was heißt die ersten drei Schuber, holt euch die drei Dino-Schuber, weil das wurde auch leider nicht mehr gereprintet in Deutschland. Und dann am besten Green Lantern Sonderband 31 bis 38, dann habt ihr eigentlich direkt so den Höhepunkt von Carolina und versteht mich dann auch, warum ich die Figur so abfeier. Jetzt kommt der gute Nico, aka Comic In, der wahrscheinlich das gleiche wie ich im Grün erzählen wird, aber es ist doch trotzdem interessant, warum er Carolina so feiert, was seine ersten Berührungspunkte mit dem war. Zieht euch den Beitrag von dem Jungen an, lasst mir ein Abo da, lasst ihn ein Abo da, lasst uns beiden Daumen da, lasst uns ein paar Kommentare, ob ihr Carolina feiert oder nicht. Und wenn ihr nicht feiert, warum feiert ihr nicht? Begründet das bitte, dann können wir ein bisschen diskutieren. Und wie gesagt, Daumen, Facebook, Twitter, Instagram, haut da rein. Moin Leute, Comic In wieder am Start bei Team Comics Fan 86 und tja, Kyle Rayner, mein absoluter Lieblingscharakter aus dem DC Universe. Ich glaube, das wird auch erstmal auf längere Zeit bleiben, weil ich einfach genauso gewachsen bin wie er. Ich denke mal, André wird euch genau die gleiche Heftreihe zeigen, die ich euch jetzt zeige. Vielleicht die Schuber, vielleicht auch diese Serie, die Nummer 1 der Green Lantern Serie. Ich habe angefangen mit den Schubern, besser gesagt mit dem Justice League Special Heft, wo wir Hal Jordan als Green Lantern erstmal verloren haben. Und dann war der Weg ja nicht weit zu diesem Dino-Heft. Es waren drei Schuber mit 27 Ausgaben insgesamt, die uns wirklich gezeigt haben, wie ein Normalo in die Rolle eines Superhelden schlüpfen wird. Das ist aber nur die eine Seite, denn er schlüpft ja nicht nur in die Rolle eines Superhelden, nein, sein ganzes Leben wird umgekrempelt. Es gibt tragische Momente, die ich mit ihm miterlebt habe. Er hat seine Freundin tot im Kühlschrank gefunden, okay. Aber es gibt noch andere schöne Sachen, so zum Beispiel, als er mit Jay zusammenkam und dann wurde ja Alan Scott, die erste Green Lantern, nicht nur so eine Art Mentor für ihn, was das Superhelden-Business betrifft, nein, auch zwischenmenschlich. Die beiden konnten sich zuerst gar nicht ab, aber man sieht so in der Entwicklung, dass die beiden sich immer näher kommen und echt ein gutes Duo sind. Und das sowohl als Schwiegervater als auch im Heldenbusiness. Also Kyle kann immer einen guten Rat von ihm gebrauchen. Das hier war aber nicht meine allererste Berührung mit Kyle, nein, denn die hatte ich in der Justice League von Morrison. Und das war einfach so die Serie, wo ich aufmerksam gemacht wurde auf Charaktere. Mir hat's gestunken, dass sich Green Lantern und Flash zu der Zeit nicht riechen konnten, weil es die neue Generation der beiden war. Und ich war immer Team Green Lantern, deswegen konnte ich Flash eine ganze Zeit auch überhaupt nicht leiden. Kyle Rayner ist nämlich nicht nur ein, ich wachse jetzt in die Rolle eines Superhelden, nein, er wird wirklich zu so einem Kumpeltypen. Klar, er ist flapsig, man hat Spaß mit ihm, wahrscheinlich auch, wenn man selber eine Comicfigur wäre in dem Kosmos. Er ist ziemlich verplant, er ist unorganisiert, ihm geht vieles einfach schief, daneben. Und ich denke mal, da kann sich so jeder seine eigene Parallele zu seinem eigenen Leben ziehen. Kyle Rayner ist einfach so die Verkörperung des normalen Comiclesers. Und dieser Comicleser taucht halt einfach auch gerne in andere Welten ab und hat Wünsche und Träume. Der Unterschied ist, bei Kyle werden sie erfüllt. Und das durch seinen Ring, der ihm ja zufällig in die Hände fällt. Ich will mich da gar nicht auf einen bestimmten Moment festlegen bei Kyle Rayner. Das ist eher so die ganze Geschichte um ihn rum. Man hat eigentlich viele, viele kleine unrelevante Stories, unrelevante Gegner. Das ist alles scheißegal. Das macht einfach Spaß, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Sein Leben zu leben als Leser. Das ist so das Tolle an Kyle Rayner. Und festzuhalten ist natürlich, dass auch die Charaktere um ihn rum, das soziale Geflecht, den ausschlaggebenden Punkt dazu gibt. So Charaktere wie Jade, die ist super, Guy Gardner ist klasse, Jon Stewart, das passt einfach zusammen. Mir tat es im Herzen weh, als ich dann die Blackest Night gelesen habe. So meine ersten neueren Comics, direkt im Green Lantern Kosmos angelagert, klar. Das war für mich damals mein Fixpunkt, ist es immer noch. Und dann tat es mir echt weh zu sehen, dass Kyle relativ unwichtig geworden ist. Klar, wir haben immer noch die Serienspaltung gehabt mit dem Korb und Hal Jordan, aber Hal war jetzt wieder die Nummer 1 und Kyle ist irgendwie komplett in den Hintergrund gerückt. Und das, was ich von ihm gelesen habe, war einfach, dass er Insta fast gestorben ist. Und dann dachte ich mir so, oh, scheiße, was ist in diesen Zwischenjahren passiert? Warum wurde er so degradiert als Green Lantern? Warum ist er jetzt nur noch die Nummer 2, wenn überhaupt? Für mich gäbe es wohl nichts Tolleres, wenn man im Rahmen von Rebirth irgendwann zumindest umsatteln würde und sagen würde, okay, Hal ist unsere Nummer 1, Hal ist Green Lantern, klar. Aber wir wollen, ähnlich wie bei Captain America zum Beispiel, da klappt es mittlerweile auch ganz gut. Wir machen eine zweite Solo-Serie auf. Wir koppeln Kyle vom Korb ab, ziehen ihn aus dieser Heftserie raus und geben ihm eine eigene. Das Korb kann meinetwegen weiterhin bestehen, das ist auch super.
Aber gebt ihm seinen Freiraum, gebt ihm seine Stories zurück. Ich weiß nicht, ob das damals auch dieser Zeitgeist war und 90er einfach so zu Kyle passt und er zu den 90ern. Ich würde es gern heute nochmal sehen, zumindest ausprobieren. Ich will das nochmal sehen, denn das war so innig, das war so close, das war was ganz Besonderes. Und ich denke mal, André vertritt da fast dieselbe Meinung wie ich.